Als Anthony oder Tanja. Willst du Titten haben oder willst du Penis? Was denn? Mach als dem Dude, weil das ist der Hauptcharakter, das ist der, Okay, ich bin Anthony. genau richtig. Bye, 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 meine Liebe. Das Airstream tut mir leid. Aber es ist halt immer so ein Ding mit FPS, ne? Man hat es ja bei mir gesehen, meine GPU auf 100%. Jetzt habe ich auf Ultra, also auf hochgestellt. Es geht alles. GPU einfach bei 40% nur noch. Bin gerade so froh darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, für den Stream ist es gar nicht schlecht, manchmal irgendwas auf FPS zu begrenzen. Ja, vor allen Dingen auch für YouTube, ne? Das, wie Flo schon sagte, ein langsames Spiel. Ne, du musst da ja nicht um die Ecke aimen. Aber ich glaube, jetzt geht's, Stream. Ja, dann nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf YouTube. Sei auf Deutsch, bitte sei auf Deutsch. Jetzt locker Französisch. Nein, nicht Russisch einfach. Ist er auf Deutsch? Keine Ahnung, der redet nicht. Redet er bei dir? Nee. Also. Heck, Alter, wo ist die Logik? Funktioniert bei euch alles, Chat? Ja, ich gucke gerade rein, ja. Keine Hänger, gar nichts. Also für die YouTube-Leute nicht wundern, wir streamen das nebenbei und laden es dann so auf YouTube hoch. Jetzt red mal! Jetzt hast du locker für Taubstumme eingestellt. Weine ich. Keine Witze darüber. Wer ist schon deprimiert? Jetzt rede! Ja. Für die YouTube-Leute, ich hatte gerade das Problem, dass das Game bei mir auf Deutsch war, aber die Englisch geredet haben, wieso auch immer. Hey, lass uns mal. Okay, pst. Ja, bitte. Red Deutsch, red Deutsch, red Deutsch, red Deutsch, red Deutsch, red Deutsch. Deutsch, Deutsch. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist Geht los? doch. Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Ja, Little Hope. Wie geht's, Kumpel? Sie Wenn wir wirken sowas etwas erleben, verwirrt. wir drehen sofort um. Wir rufen Sam und Dina an. Alles gut. Ja, ne? Ich will nur diese Leise Leute heil stellen. nach Hause bringen. Ich muss das Game gleich aber ein Ein bisschen kurzer leiser stellen. Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Naja, er Das schickt dauert uns in so den auch nicht viel Tod. länger. Nur ein Lurk, aber trotzdem willkommen und schön, dass du da bist. Wie gesagt, ich stelle gleich den Ton ein bisschen leiser. Boah, Patrick, ich bin so froh, dass du mir das gesagt hast mit den FPS, ne? Ich glaube, ich werde im Abend durchgedreht. Ich sag's dir so, wie es ist. Danke an Flo. Danke, Gruß geht raus, Flo. Auch von meiner Seite aus. Ja, aber warte mal ganz kurz, bevor wir jetzt da in die Action reingehen, mach ich den Ton leiser. Auf wie viel hast du denn? Was meinst du? Ich habe auf 50% außerhalb in Mix-Dingens Ah, ein Mixer, das ist ein guter Call. Mix ist ein guter und noch Call. mal in Einstellungen habe ich es auf, warte, Audio Lautstärke Mixer. 74%. Guck mir auf jeden Fall die Stream-Wiederholung an, Hype. Das ist nett von dir. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Also ich Und meine, sie kommen doch auf YouTube. ich will nicht spoilern, aber wir werden wahrscheinlich sowieso die ganze Zeit sterben. Ich lasse jetzt mal auf Das ist doch nicht 40. gespoilert, außer dass wir sterben. So wie ich dich kenne, sind wir nach 2 Stunden alle tot. Ach ja, meinst du? Ich spiele einfach der Busfahrer. Oh Gott, der Bus endet in der Schlucht. So, gucken wir mal jetzt, wie der Sound ist.
Ey, dann haben wir insgesamt wie viel Spielzeit? 30 Minuten, das ist eigentlich ganz praktisch, oder? Mhm. Eine Folge reicht. Schreit doch. Vogel. Viel Spaß und schönen Abend noch. Tschüss. Hallo. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange bist du nüchtern? Was genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Ein kleiner. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Boah! Patrick? Ja? Bitte was? Das kleine Mädchen. Was ist denn das jetzt? Oh Gott, jetzt muss ich vorlesen. Ey, was machst du? Warte mal, ich habe hier gerade Szene geöffnet. Das kleine Mädchen. Ein Mädchen stand auf der Straße, weshalb der Busfahrer die Kontrolle verlor und einen Unfall verursachte. Danke. Geh zurück. Oh, hier sieht man jetzt so Sachen. Kurzsichtung. Geheimnisse. Ey, wo siehst du das? Keine Ahnung, ich habe Mausrad gedrückt. Kann man hier nach und nach freischalten. Das Lustige ist, bei mir steht Spiel wird fortgesetzt. Jetzt. Ah, also hier. Sammlungen und Charaktere. Ja, ich habe Mausrad gedrückt und die haben mich dazu gebracht. Ich sehe es. Gab es im ersten aber noch nicht so, glaube ich, oder? Patrick. Ja. Geheimnisse. Sicher, dass es noch 5 Stunden geht? Ah ja, ist safe. Ja. Wisst ihr, was ich an mir hasse, Chat? Ich bin so ein verdammter Perfektionist. Ich stelle immer 1000 Sachen 1000 Mal ein. Huch, jetzt ist es bestimmt wieder zu laut. Es ist so schlimm. Ihr könnt mir sagen, ob die Lautstärke gut ist oder ob es zu laut ist und so weiter. Aber man muss auf jeden Fall beide Stimmen verstehen, Lul. Nee, deine ist jetzt nicht so wichtig, aber sonst, ja. Ach so, ja, du mich auch. Lass ich so hart sterben. Ich hoffe, die Quicktime-Events sind jetzt wieder so schnell. Komm schon, Schatz, das tue ich. Quicktime-Events, willst du mich verarschen? Ja, kennst du sowas? Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Sag nur Tomb Raider. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Flackert das bei dir da unten auch? Klar, nach 10 Bier wird alles okay. Bei mir flackert das. Keine Ahnung, guck im Stream. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, Jake. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Ich stehe für Freunde. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt. Das macht mir ein bisschen Sorge, wa? Nicht. Ah, nee, ich hab's auch manchmal. Bloß nicht. So ein Streifen? Das ist dieser Geistereffekt. Dass da so ein Streifen über den Bildschirm geht. Also ganz kurz. Bist du dir sicher, dass du dasselbe meinst wie ich? Ja. Tanja ist spät. In letzter Zeit ständig. Denn das ist echt gerade cringe, Alter. Ich sag's dir. Nicht wirklich. Das ist mir nicht zum ersten Mal aufgefallen jetzt. Ihm. Der Kerl tut dir nicht gut. All das hippige Phase. Als sei er in einer irren Sekte.
Er war letzte Woche hier. Wer ist Anthony? Wir haben eine Weile gequatscht. Ah, der. Oh Gott, wie sehe ich aus? Das ist ein Klassiker. Legendäre Platte. Nimm deine Pfoten da weg. Oh, okay, chill. Ey, du Depp. Passt du wohl auf die Platte auf? Komm schon, jetzt sei einmal kein Arsch und lass sie in Ruhe. Okay, Mutter Oberin. Warum bist du immer auf ihrer Seite? Die hat auch kein leichtes Leben. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Worum geht es diesmal? Hat fast die Haustür eingerannt. Ist er nicht super? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig, wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Was eine Familie. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Hey Patrick, du hast nicht das gleiche wie ich. Was ist denn mit dem los? Irgendwas stimmt da nicht bei mir. Ja. Entweder liegt es an meinem Monitor oder an PC. Heute ist er sogar noch nerviger. Kann aber auch am Game liegen, wenn du es nur hier was hast. Ein Idiot. Sonst noch was Neues? Das Game ist verpackt, aber egal. Achte einfach nicht so krass drauf, weil das liegt am Game. Sicher, er steht auch in Google. Auch schon an andere Games. Hey Dennis. Ich habe aber gerade gesehen, dass das mehrere haben in den Hub. Hey. Das ist so, jetzt, das ist so flackert. Ja, ich habe es gesehen gerade. Extra nachgeguckt. Boy. Hey, spinn hier nicht so rum. Aber jetzt wissen wir auch, wie sie es sind. Gott, hör auf damit! Oh. Alter! Hast du mich hast Kinder in Horrorspielen? Ihr habt über mich geredet. Das Signal, Kinder in Spielen! Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Aber jetzt wissen wir auch, wieso Blacktail gehangen hat. Ich glaube, ich musste da auch einfach FPS runterdrosseln oder so. Vielleicht muss ich 60 als Limit machen. I don't know. Weil ich hatte ja gerade noch 300 FPS hier. Ich weiß zwar nicht, wie das beeinflussen kann, aber... Vielleicht redest du mal mit ihnen. Warte. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Das, was ich meine mit dem, mit dem Flackern, ne? Ja? Das habe ich auch in Killing Floor gehabt. Es klang als die üblichen Streitereien. Ja, dann könnte das sagen. Sie hat was angestellt. An was? Dieselben Macher waren da mal. Sind eingebunden. Also, da haben dieselben Macher zusammengearbeitet. Mit Dingens hier, oder was? Killing Floor. Ist ein nerviges Kind, das andauernd jedenfalls nervige einer. Dinge tut. Mom und Dad wissen warte mal, schon. Killing Floor und, Megan das Studio. Sie schien sehr aufgebracht deswegen. Sie ist ständig wegen irgendwas aufgebracht. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Wusste ich nicht. Aber sonst geht ja auch alles bei dir, also. Ja, ja, klar. So. Das Little Hope und Killing Floor, was zum gemeinsamen haben. Lun? Lass Megan in Ruhe, sie nach ihr. Aber die Zeit ist langsamer geworden. Schau doch mal nach ihr, falls du nichts zu tun hast. Ich hoffe, dass die Quicktime-Events jetzt auch mal machbar sind. Das war ja echt krass im letzten Teil. Entschuldigung, wenn ihr meinen Löffel zwischendurch hört. Ich bin gerade noch am Essen. Ja, warum kann ich nicht gehen? Ah, okay, warte mal. Drücke zum Aufheben. Sonst noch irgendwas machen?
Ja, richtig, Emily. Boah, Junge, ist es deren Ernst? Ich muss mit Maus gehen. Hm? Ich bin mit Maus am Gehen. Wie gehst du denn? Geh noch gar nicht. Warte mal. Ah, das sind jetzt zwei Tasten. Das ist aber besser gemacht. Ja, das ist viel besser gemacht. Übrigens willkommen die 10 Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Pass besser auf deine kleine Schwester auf. Mom macht sich echt Sorgen um sie. Schon okay. Also bei Tanja aller Liebe, das ist gerade so scheiße hier mit den Dingens, ne? Sein. Ihr seid so eine verdammte Satans. Muss ja Real Talk, Patrick, mit der Maus rumgehen. Je nach Tanja, drücke zum Bewegen an einen bestimmten Ort, drücke zum Stehenbleiben. Oh Gott, wie soll ich mir das alles merken? Oh nein, Quicktimes. Oh Gott, ich muss auch mit der Maus gehen. Oh. No, wieso Maus? Digga, wieso Maus? Als ob ich mit der Maus laufen muss. Oh mein Gott. Das ist weird. Kann ich ja nicht nebenbei essen und WASD drücken. Okay, warte, drücke zum Aufheben. Perfekte Ablenkung von. Muss ich auch noch vorlesen. Ein Muss für alle, die sich für die im Jahr 1692 stattgefundenen Hexenprozesse von Salem interessieren. A.P. Davis, der Herald. Einfach Herald. Flyer der Unschuld, T.S. Hartley. Ich bin scheiße im Vorlesen, ich sag's im Voraus. Es ist aber echt okay. Es ist komisch, aber es ist irgendwie besser. Da vorne ist was. Braucht man hier überhaupt Tastatur? Noch mehr vorlesen. Die Hexenprozesse von Neuengland. Museum von Little Hope. 8 Euro. Okay. Ja, so, so, so. Komm, tanzen, tanzen. Ja. Hier noch irgendwas? Habe ich untersucht. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Der Typ wieder am Schlafen. Ey, Vater, mach mal was. Wo zur Hölle bist du? Ja, ich kann da schon, Schimmer. Anthony, wo zum Teufel bist du? Anthony, langsam werde ich echt wütend. Okay, viel Spaß und viel Glück. Ich hoffe, du verlierst. Jo, bis später, Kali. Du hast recht mit meiner Familie. Verbrennt ihr die jetzt alle? Ich glaube dir. Tanja, Alter. Was ist los? What the fuck? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Mist! Megan! Wo bist du? Hat er voll, die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Mensch, Kevin. Megan! Warum musst du sie auch verärgern? Wieso hast du auch gekocht? Ich hab gesagt, Finger weg vom Herd. Schläft einfach. Muss ich mich jetzt entscheiden? Wo zur Hölle seid ihr? Anthony, Hilfe! Es war asozial zwischen Vater und Mutter entscheiden.
Musik ist krass. Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen. Schnell über den Balkon. Anthony, Hilfe! Bravo, wie soll ich denn jetzt zuerst retten? Die Kinder zuerst natürlich. Die Schwester und Brüder. Guten Morgen. Ich krieg keine Luft. Halt den Handtuch vom Mund, was nass ist, du Vogel. Ich hab gesagt, hör auf zu rauchen. Hilfe! Rauchen kann tödlich sein. Ich bin ein stolzer Nichtraucher. Gibt's jetzt auch. Tot. Kulpatze bringt alle um. Ich bin unschuldig. Warte! Ich muss Megan holen! Oh mein Gott, ich hab gerade unabsichtlich gemacht. Megan! Oha. Oh, es juckt ihn gar nicht. Ist sogar jemanden umgefallen. Hey, was? Das Game läuft seit 10 Minuten. Als wenn du schon jemanden getötet hast. Kevin? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab's gesehen. Ich bin der da oben auf dem Dach. Okay, ich glaub nicht. Der auf dem Dach. Alter, was geht da ab? What? Oh, what? Mein Vater ist auf der Sohn. Einfach seine ganze Familie gefickt. Okay, chill. Okay, Alter. Beruhig dich. Was hast du getan? Mom, hier! Es ist zu schnell! Toll, Patrick. Toll. What the fuck, Ali? Übrigens, hallo, Tobi, willkommen. Soll ich dir die Nummer der Seelen eine Sorge geben, oder geht's noch? Also, Leute, Game vorbei. War mir ein Vergnügen. So viele Tote hab ich. Okay, psch, jetzt. Won't you spare me over till another year? We'll be right back.
das Intro ist so geil, ne? Song war fucking gut. Oh, Alter, Gänsehaut. Hallo. Hallo. Und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Doch, wir kennen uns schon. Oh, Junge, dieses Flackern, Alter, willkommen, das fuckt so an. Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Ich habe auch eine Schatzkammer. Der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Oh. Mann, warum habe ich ausgerechnet den Bug? Klär mir das, Patte. Hattest du den vorhin schon auch? Beunruhigend, nicht? Wie meinst du? In der Intro-Sequenz? Es gibt sicher keinen Grund zur Sache. Da hatte ich den... Ja, habe ich ja erzählt gehabt. Diese Geschichte... Und im Intro hatte ich gar nichts. Da war nichts. Sie ist unvollständig. Und ihre Entscheidungen vollenden sie. Ja, halt ja, nach der Zeit gewöhnst du dich dran. Das Feuer? Nein. Das hätten sie nicht verhindern können. Okay, danke, gut zu wissen. Du hast nichts getan, du bist unschuldig, Kevin. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Mhm. Sie betreten jetzt... Little Hope. Eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend. Von dem Pfad, den sie wählen. Brauche ich nicht mehr, Doc. Habe ich schon. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Nein. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen. Nein. Und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Nein. Denn sie bestimmen gemeinsam, wie diese Geschichte endet. Alle tot. Was einer tut. Hat oft Folgen für den anderen. Also ja, okay, auch wenn sie zu zweit sind, vollenden sie die Geschichte wie ein einziger. Wenn sie so wollen. Wie im Leben, ihre Entscheidungen zählen. Sie entscheiden, wie die Geschichte endet. Es gibt kein Zurück zum Anfang der Geschichte. Doch von hier an liegt das Ende in die ihrer Neustart. Hand. Sie haben gesehen, wie es... Speicherpunkt. So viele Tote. Yep. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Alle. Von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein. Sei treu. Ja. Doch, ich bin hier, um aufzuschreiben, was sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin... offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Ja, bitte. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie, zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Eine Beerdigung? Hm. Okay, Dr. Linda, Bezahlung folgt. Wie immer. Also Kevin, denk dran. Einfach keine Leute umbringen, okay? Ich versuch's. Nee, aber wir versuchen natürlich, dass alle niemand überleben. Niemand von den heute hier ja, klar, Anwesenden logisch. Kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Seht, was Jesus ja, tat. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Kann Sie ja. sind nun alle bei Gott.
Okay. Augen. Andrew, 18 Jahre alt. College-Student, ängstlich, distanziert. Taylor, 22 Jahre alt. College-Student, eigensinnig, sensibel. John, 43 Jahre alt. College-Professor, rational, anmaßend. Wo zur Hölle ist Daniel? Kann ihn nicht finden. Ich weiß nicht. Tot. Oh, magst du vielleicht helfen, anstatt nur herumzublödeln? Was soll ich denn tun, John? Hilfe rufen, sofern du das hinkriegst. Habe ich schon versucht, aber klar. Hey, Andrew, Kumpel, wie geht's dir? Wo sind wir? Was ist passiert? Ein Busunfall ist passiert, aber wir leben noch halb so wild. Wenn du meinst, kann mich an keinen Unfall erinnern. Du stehst wohl unter Schock. Dein Kopf hat richtig was abgekriegt. Aber das wird schon wieder. Daniel, 20 Jahre alt. College-Student. Liebenswürdig, rechtfertigend. Angela, 48 Jahre alt. Erwachsener Student. Grob, verständnisvoll. Bus, der Busfahrer. Hey, ist da jemand? Hey, Daniel, bist du's? Danke, John. Saru. Du Daniel? Lebst. Aber nee, eindeutig nicht. Taylor, alles gut? Mir geht's gut. Uns geht's Danke uns auch Frage. Gut. Alles okay bei dir? Alles gut. Ich komm schon zurecht. Hey, John. Jetzt sieht wie aus kam wie es Merkel. Wohl zu dem Unfall? Weiß nicht. Da war was im Weg und der Fahrer wollte wohl ausweichen. Ja, Angela. Wo ist er eigentlich? Passt halt sogar. Die hat auch Fahne und nur den gefassten Namen, ne? Ja. Schon mal nicht. Schaffst du es hoch zu uns? Nein. Sie trägt steil aus. Ich könnte diesen Pfad annehmen. Gut, dann mach das. So kommst du zur Straße. Wir treffen uns dort. Guter Plan. Ich hoffe, ich spiele die nicht. Oh. Ich hoffe, du bringst sie nicht um. Ah. Kollateralschaden. Hey, komm, helf mir Andrew auf die Beine. Warte, ich weiß gar nichts mehr. Wer bist du? Ist okay. Du hast dich gestoßen. Ich bin John, dein College-Professor. Wir haben einen Ausflug im Bus gemacht, aber das ging nicht gut aus. Der Unfall stand nicht auf dem Plan. Wir finden die anderen und holen Hilfe. Stell dir vor, es wäre eine Übung zur Charakterbildung. Komm schon, ihr schafft das. Huch. Jetzt habe ich's, Chat. Es geht nichts über Teamwork. Lateralschäden. Ich hatte einen Traum. Er war so real. Flammen rundherum, es war schlimm. Der Schlag auf den Kopf muss gesessen haben. Der Weg, dem die anderen folgen, mündet in die Straße. Treffen wir sie da. Und Abruzzi, was? Reden wir darüber. Warum weg hier? Wir haben keinen besseren Ort zum Warten. Nein, das wird nichts bringen. Am besten suchen wir die anderen und gehen dann in die Stadt und finden hoffentlich Hilfe. Wo ist der Fahrer? Sollte er nicht zurück sein? Der Fahrer hat's richtig gemacht. Er sucht Hilfe in der Stadt. Könnte zick. Hast recht.
Gehen wir, ich komme mit. Wir gucken uns gleich alles an. Je schneller wir Hilfe holen, umso schneller kommen wir heim. Bleib dicht hinter mir. Ja, machen wir. Aber davor. Bewegen an einen bestimmten Ort. Sehr schön. Okay, Folge John trifft sich mit Angela und Daniel. Finde den Busfahrer. Aber wir lesen uns mal kurz die Sachen durch, die wir bekommen haben. So, neu. Taylor, stimmte Johns Plan zu, in die Stadt zu gehen? Ja, sonst haben wir nichts hier, oder? Geheimnisse. Haben wir auch noch nichts frei. Taylor. Bilder haben wir auch noch keine. Ah, hier sieht man das jetzt alles. Sensibel. Hoffnungsvoll. Kokett. Hinterlistig. Das ist gar nicht schlecht zu wissen, weil dann weiß man auch besser, was man für Entscheidungen mit den Personen jeweils treffen sollte. Zum Beispiel sensibel, hoffnungsvoll. Okay, Bilder gibt es auch noch nichts. Okay, dann haben wir alles, I guess. Ich werde auf das alles eingehen, was wir kriegen und auch nach und nach lesen. Boah, dieser Fahrer! Was? Einfach ab und lässt uns sitzen. Vielleicht ist er es nicht. Vielleicht hat er einen Schock. Was hast du angestellt? Seine Passagiere. Er kann nicht einfach abhauen. Ich bin nur ein bisschen nass geworden. Ah, okay, das ist aber echt cool mit der Maus. Anfangs war es absolut weird, aber halt. Ich weiß nicht, wie das geht, Mann. Was tust du den Charakteren schon wieder an? Sehr. Boah! Holy fuck! Wir laufen mal schneller. Willkommen in durchgestrichen. Hoffnung aufgegeben. Sehr schön. Hallo? Kennst du die Stadt? Little Hope? Nein. Hallo Jelly, was geht? Ich glaube nicht. Das sollte ihr beide kennen. Gleichgültig, wie komme ich hier weg? Neugierig, warum? Warum habe ich noch nie davon gehört? Im Ernst, dieser Ort ist geschichtsträchtig. Ist faszinierend. Woher weißt du das? Er weiß aber ganz schön viel. Ich bin Akademiker. Anders als ihr lese ich. Ruhig, Einstein. Alles, was du weißt, weiß ich mit einem Smartphone. Dein Phone ist ohne Signal gar nicht so smart. Mhm, weg hier. Neugierig. John und Taylor. Taylor verlor den Streit mit John und sie entschieden sich, in die Stadt zu gehen. Taylor stimmte John zu und versuchte nochmal Hilfe zu rufen. Taylor wurde wütend auf John, als sie Andrew nach dem Unfall helfen sollte. Das sind deine Entscheidungen, glaube ich. Kann das sein? Ah, nee, das sind meine, Taylor. Was ich ein bisschen nervig finde, das haben die schlecht geregelt, dass, wenn man sich die Sachen durchliest, das Game pausiert wird. Also für ihn, beziehungsweise für Kevin. Ja, das ist aber auch gut. Also ich habe gerade auch wieder was geguckt zwischen Angela und Daniel. Okay, solange es dich nicht stört. Ich würde mir das schon gerne alles durchlesen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Daniel entschuldigte sich dafür, dass er Angela in den Bach fallen ließ. Also ich muss von unten lesen, Entschuldigung. Daniel war überherrlich zu Angela, weil der Unfall sie erschreckte. Ist runterfallen. Daniel hat nach dem Busunfall mit Angela gescherzt. Oben. Daniel schaute Angela an, weil sie Tyler nach dem Busunfall schlecht machte. Ah. Das ist, der Balken bedeutet meine Beziehung zu denen. Ja, genau.
Naja, und mir ist leider missgeschickt passiert bei den Quicktime-Event. Hast du angestellt? Ich habe aus Versehen Angelina den Bach fallen lassen. Okay, aber ich habe zu Daniel scheinbar die beste Beziehung. Zu Angela habe ich die schlechteste. Und die zweitschlechteste also zu Andrew. Taylor am ersten, danach kommt tatsächlich Angela. Angela, aber das war Merkel, ne? Ja, genau, das war Merkel. Ja, Merkel, richtig. Hier habe ich die schlechteste, kein Wunder. Jungs, wir gehen rein. Wir hoffen Sie Angela Merkel. Hexenverbrennungen von Salem, Akademiker und Singles. Singles mit Niveau. True. Ich hab ehrlich Singles gesagt. Ich muss hier umsehen. Ich hab den scheiß Quicktimes. Ich hab den Bach gefunden. Daniel und Angela sollten bald hier sein. Schön, euch beide zu sehen. Endlich. Ist alles okay? Klar. Der Ausblick war klasse. Ihr habt euch ja echt viel Zeit gelassen. Habt mir Sorgen gemacht. Aber ganz sicher. Am Tor ist eine Kette. Wir kommen nicht durch. Seht euch um. Vielleicht findet ihr etwas, um es aufzubrechen. Damit sollte es gehen. Okay, das ging schnell. Bereit? Ich drücke auf meiner Seite. Bereit. 3, 2, oh, was? 1. Los! Na, wer sagt's denn? Gut gemacht, ihr zwei. Ich glaube, man spielt das komplette Game nur mit der Maus, kann das sein? Ja. Also, was jetzt? Auf in die Stadt. Vielleicht hilft uns jemand. Und die Stadt heißt wie? Na, Little Hope natürlich. Na, das klingt ja einladend. Ja. Spotte du nur, aber Little Hope hat eine düstere Vergangenheit. Soll ich einen Arsch sehen? Okay, Herr Lehrer, erspar uns die Geschichtsstunde. Hier ist was Schlimmes passiert. Oh. Vor langer Zeit. Und du willst uns davon erzählen? Ich glaube, ich mag weder dich noch deinen Tonfall. Ich laufe mich gerade erst warm. Willst du noch mehr? Er spielt einfach Angela. Versuch's mal mit Höflichkeit. Nö. Das musst ausgerechnet du sagen. Daniel verdient was Besseres. Machst du Witze? Er ist nicht mein Freund. Was hast du ihr erzählt? Ups. Überhaupt nichts. Nein, das geht dich überhaupt nichts an. Tut mir so leid, Daniel. Du nimmst dich echt viel zu wichtig, weiß Gott warum. Verreck doch dran. Jo. Ich beobachte doch nur, was passiert. Das ist ja wohl kaum verboten. Kann das sein, wenn Beziehungen runtergehen, dass sie auf einmal so einen Hustenanfall bekommen? Meinst du echt, das ist ein guter Plan? Das mit der Stadt? Besser als nichts. Vorhin klang der Plan gut, aber jetzt kommen mir doch Zweifel. Und was jetzt? Wir zwei könnten ja zum Bus zurückgehen. Diesmal hat der Lehrer recht. Am besten wir gehen in die Stadt und holen Hilfe. Besser. Ich will hier nicht allein bleiben. Hör mal auf damit. Was meinst du? Gehst du mit mir zurück zum Bus? Ich denke, die Stadt ist unsere beste Chance, Hilfe zu finden. Toll. Komm, Taylor, jetzt bleib doch bei uns. Es ist gefährlich, hier draußen alleine unterwegs zu sein. Komm mit uns. Ich komm schon ohne euch klar. Ich halte ein Auto an und dann sammeln wir euch ein. Auf damit. Komm mit uns, ihr spinnt doch. Mit euch gehe ich nirgends mehr hin. Toll, die hast du in den Tod geschickt. GG, Patrick. Ich schwitze, Carrie. Ich bin doch weggelaufen. Aha. Du hast ja doch noch Vernunft angenommen. Schon wieder hier? Warum? Das macht keinen Sinn. Sie ist voll weggetreten. Was soll das denn werden? Entscheid dich mal.
Warte, was wird das? Taylor? Vorsicht! Was? Was ist los mit dir? Warum bist du wieder hier? Ich weiß es doch auch nicht! Ich laufe immer von euch weg! Es fühlt sich so an, als könnte ich nicht entkommen! Okay, wie wär's damit? Wir gehen gemeinsam. Wir kamen von da, also sollten wir diesen Weg zurück können. Bitte bleibt alle dicht beieinander. Händchen halten. Keine Nachzügler. Sollen wir Zweierreihen bilden? Okay, okay, ich komme. Ist cool. Das erinnert mich ein bisschen an den Film Der Nebel, falls ihr den kennt. Guter Stephen King-Film. Ich gebe zu, das ist ein bisschen komisch. Nicht nur ein bisschen. Ja, Tobi, genau. Im Einkaufszentrum. Ist nicht möglich. Ich hab's euch doch schon gesagt. Wir sitzen fest. Wir kommen hier nicht weg. Davon gibt es eine Serie und einen Film. Beruhigt euch, Leute. Es gibt bestimmt eine logische Erklärung. Finde ich. Vielleicht sind wir ja verreckt. Tja, nette Theorie. Aber ich glaube, wir sind alle noch lebendig. Soweit ich weiß, standen Seelenwanderungen nicht auf dem Stundenplan. Ich habe auch eine nette Theorie. Ohne deinen scheiß Ausflug wären wir gar nicht hier. Jetzt sitzen wir in Little No Hope fest. Ich höre wohl nicht recht. Als hätte ich ahnen können, was uns passiert. Das liegt nicht an mir. Ist das dein Ernst? Nicht in diesem Ton. Ich suche doch nur eine Erklärung. Genau wie du und alle anderen. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Ich verstehe es nicht. Du hattest recht, es ist wie in einem Albtraum. Ist okay. Wir schaffen das. Ah, das zusammen bedeutet, finden wir hier Beziehung raus. Verbessert und Hat Rot verschlechtert. Hat einer von euch einen besseren Plan? Sagt Bescheid. Vielleicht träumen wir. Wir müssen hier weg und zwar nicht. Hörst du das auch mit den Kopfstimmen? Warum? Ja. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter. Und finden auch keine Hilfe. Er hat recht. Es bringt nichts, wenn wir einander anzicken. Wir müssen als Team arbeiten. Teamarbeit. Können wir es schaffen? Denken wir logisch. Der Nebel liegt zwischen uns und dem Bus. Es liegt kein Nebel zwischen uns und der Stadt. Also gehen wir dahin. Was soll es bringen, wenn wir uns weiter vom Bus entfernen? Es gibt nichts in dem Bus, das uns jetzt weiterhilft. In der Stadt gibt es Leute und Telefone und so. Ich gebe ihm nur ungern recht, aber diese verdammte Stadt ist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ist doch ein guter Plan. Wohin gehst du? Little Hope? Ohne mich? Komm schon, wir gehen mit. Lass uns erstmal zusammenbleiben. Ich fände, hätte sie längere Haare, wäre das halt viel besser. Wen meinst du? Ja, mich selbst, also den ich spiele. Du meintest, dass wir vielleicht tot sind? Glaubst du echt? Mich macht die Figur, die Party spielt, aggressiv. Wegen der Arschlochart von der Figur her. Dem Tod. Ja, die ist ein bisschen nervig. Das war sicher nur dummes Zeug. Aber das sind alles Teenager. Was erwartest du? Jetzt, so wenn ich in dieser Frequenz hier bin, ist das nicht, wa? Katze! Warte, Katze, ehrlich jetzt. Jetzt eine Katze. Ne, also hier ist es doch, das ist auch hier so, dieses ja doch. Gefällt mir okay, nicht. Ich schiebe alles zurück. Digga, ich steuere einfach nur mit der Maus. Habt ihr das gesehen? Da war gerade jemand. Was war das? Na, es ist schon mal kein Grab. Hier ist gerade jemand vorbeigelaufen, hey, im Fenster. Hier drüben! Ich weiß nicht, ob das so klug von uns ist. Nur mal schauen. Vielleicht ist da ein Telefon. Ich sehe mich drinnen um. Dann los. Wir kommen nach. Warum gehen wir nicht mit dem Rest? Du verschweigst mir doch was. Du meintest, ich sei nicht dein Freund. Als wäre das was Schlimmes. Ach, ist das dein Ernst? Danke für die Unterstützung. Erst der Busunfall, dann dieser Nebel und du zickst rum wegen eines Labels? Du willst mich also nicht mit dem Label Freund versehen. Was bin ich dann für dich? Entspann dich, ich wollte dich doch nur ärgern. Eben klang das aber noch nicht nach Ärgern.
Jetzt komm schon. Die Verdrießlichkeit steht dir nicht. Du behandelst uns wie Dreck. Jetzt bin ich aber sprachlos. Vielleicht hatte sie ja recht. Aber jetzt... Wollte ich gar nicht. Stehst du mehr auf ältere Frauen? Hast ja förmlich an ihren Lippen gehangen. Ich versuche wirklich, dich zu mögen, aber du machst es mir nicht leicht. Wenn du willst, dass ich dich ernst nehme, musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen, als du es bisher getan hast. Alles gut? Alles in bester Ordnung. Oh, dann lass mal Karaoke machen. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, und dir? Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Wie random. Er ist weg. Ja, witzig. Was denn? Der Nebel da draußen, der ist seltsam. Ja, ist heute Nacht echt dicht. So dicht, dass wir hier nicht wegkommen. Ja, das kenne ich. Sehen wir uns mal um. Hängt hier locker auch schon Jahre fest. Okay? Was ist denn? Ich sag doch nur, wir sollen uns umsehen. Ich kann das nicht. Du musst dich entscheiden. Mich entscheiden? Was meinst du? Mich. Ich lauf dir nicht nach wie ein Schoßhund. Sorry, ich weiß, ich bin manchmal zickig, aber... Das alles hier macht mir echt Angst. Macht es mir auch. Ich will dich einfach nur ein bisschen besser verstehen. Komm schon, das tust du doch. Hey, sieh dir das an. Spielen wir? Ja. Lenkt uns vom Nebel ab. Echt? Oh nein! Ist das nicht langweilig? Angst, dass ich dich schlage. Fang doch etwas leichter an. Ziel auf die 20. Die 20. Ja. Anfängerglück. Versuch Doppel 7. Was ist hier los? Der Ort sieht total verlassen aus. Zumindest habe ich scharfe Augen. Guter Wurf. Den letzten jetzt aufs Bullseye. Du bist gut in Darts. Selbst wenn du abgelenkt bist. Seltsam, oder? Mit den anderen hier festzuhängen? Was hältst du davon? Es könnte schlimmer sein. Die anderen sind keine Hilfe. Sind wir nett? Ja, wir sind mal nett. Ich weiß nicht recht. Ist kein toller Abend, das ist klar. Aber es könnte schlimmer sein. Keine Namen. Aber einigen hier würde ich gern mal einen Dämpfer verpassen. Was denkst du? Sie halten mich für dumm. Ich weiß noch nicht, JD. Maybe später. Gehört, aber dann plötzlich. Was denke ich eher weniger. Vielleicht aber. Oh, vielleicht hatte Taylor ja doch recht. Versuch zu verstehen, dass es nicht an dir liegt. Keiner von uns fühlt sich gerade toll. Ich dachte, wir halten zusammen. Sehen wir mal nach den anderen. Was? Lebt in seiner eigenen Welt. Toxic. Eine alte Dartscheibe. Oh nee, du ich fängst jetzt nicht an, Dart zu spielen. Sie hat gut vorgelegt. Naturtalent. Bleib. Spiel ruhig, schon gut. Ich sehe mich so lange mal um. Ach, Rollenwechsel. Ich mit Vince, durchsuche die Bar. Hallo Vince, bist du Vince? Wer ist Vince? Wo bist Nur du Vince? Eine Runde? Dann überlegen wir, wie wir hier wegkommen. Versuch ein Doppel, oder? Bin kein Anfänger, Daniel. Ach,
Ich könnte auch einen Schluck gebrauchen. Ja, was? Ich sollte echt nicht so viel saufen. Okay. Etwas hast du ja. Ich kann's noch. Jetzt wir alle übertreiben's ab und zu. Lassen wir. Und jetzt? Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Gibt's hier ein Telefon? Es muss hier ein Telefon geben. Leitung ist tot. Was für ein Scheiß. Hier ist wohl alles tot. Das war ein echt guter frustriert, das war's. Höflich, danke. Wir sind nett. Danke. Also gut, kommen wir wieder für die Hilfe. Ich will nicht als Arschloch durchgehen. Vielen Dank dafür. Ich kann noch mal mit dem Dude hier reden. Was? Wissen Sie sonst etwas über Little Hope? Der Alk schafft mich. Könnte doch gerade noch nicht mit dem hier reden. Was für ein Drecksloch. Hier erfahren wir nichts. Da hast du mal recht. Je eher wir hier rauskommen, desto besser. Ich hab da schon alles gesagt. Nicht mit ihm reden. Ach, Zicke, geh weg. Warum so aggressiv? Aufhören. Das reicht jetzt. Da liegt was. Okay, die Bar durchsuchen. Kann ich mit denen noch was reden hier? Ah, hier, ja, hier liegt. Hier liegen ein paar Dinge. Brief? Ne, eine Zeitung. Ich würde gerne von hier verschwinden, jetzt. Ich habe gerade eine Vision gehabt. Ist das hier aus dem ersten Teil? Ja, das ist aus dem ersten Teil, obwohl. Hast du schon die Zeitung angesehen? Ich habe gerade so ein Bild angeguckt. Ja, das wollte ich gar nicht. Ja, warte, ich guck mir auch mal das Bild an. Hier ist auch noch was. Ja, genau, da liegt die Zeitung und gegenüber liegt direkt der Brief. Oh. Oh Gott. Wow, wirkt wie Pergament. 70er Jahre. Ich soll das jetzt wirklich alles durchlesen? Ah, ich hab gewonnen. Sehr schön. Okay, okay, okay. Da lest du in Ruhe. Datiert 12. Oktober 1979. Versammlung stimmt für Ausgliederung. Neue Runde der Zwangsvollstreckungen für die Stadt zu Ende. Im Rathaus von Little Hope haben sich am Montag die letzten Bewohner der Stadt mit der Notfallmanagerin Kathy Flint getroffen, um für eine Ausgliederung stimmen. Aufgrund der Massenabwanderung nach der Schließung der Raventen Textilfabrik wird die Stadt nur noch von wenigen Menschen bewohnt und ihre Kassen sind leer. Flint wurde zur Notfallmanagerin ernannt, um die öffentlichen Dienstleistungen für die verbliebenen Einwohner zu verwalten. Aber die jüngste Runde der Zwangsvollstreckungen bedeutet, dass die letzten Bewohner der Stadt zusammenpacken und weiterziehen wollen. Was Little Hope praktisch Menschen leer zurücklassen wird. Da wir keine Steuergelder einnehmen, bleibt uns nur noch die Ausgliederung, meinte Flint. Es ist so traurig, diese Menschen mussten miterleben, wie die Stadt um sie herum verschwand. Versuche. Fortsetzung folgt, I guess. Hier gibt es aber noch einen Zeitungsartikel irgendwo, oder? Da hinten ist auch noch was. Untersuchen.